Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute auf dem Grund ist Dunkelheit genug. Die lange Nacht der Ingeborg Bachmann. Eine Sendung von Astrid Nettling. Man hat mich schon manchmal gefragt, warum ich einen Gedanken habe oder eine Vorstellung von einem utopischen Land, einer utopischen Welt, in der alles gut sein wird und in der wir alle gut sein werden. Darauf zu antworten, wenn man dauernd konfrontiert wird mit der Abscheulichkeit dieses Alltags, kann es ein Paradox sein, denn was wir haben, ist nichts. Ich glaube wirklich an etwas und das nenne ich, ein Tag wird kommen. Und eines Tages wird es kommen. Ja, wahrscheinlich wird es nicht kommen, denn man hat uns ja immer zerstört. Seit so vielen tausend Jahren hat man es immer zerstört. Es wird nicht kommen. Und trotzdem glaube ich daran. Denn wenn ich nicht daran glauben kann, kann ich auch nicht mehr schreiben. Ingeborg Bachmann im Sommer 1973, wenige Monate vor ihrem Tod. Eine Stimme wie ausgesetzt der Sprache. Worte, die nur tastend ihren Weg ins Gesprochene finden. Ein Sprechen wie auf Abruf und hellhörig für das, was doch nicht ins Gesprochene kommen kann oder kommen will. Denn es ist Zeit, ein Einsehen zu haben mit der Stimme des Menschen. Dieser Stimme eines gefesselten Geschöpfs, das nicht ganz zu sagen fähig ist, was es leidet, nicht ganz zu singen, was es an Höhen und Tiefen auszumessen gibt. Da ist nur dieses Organ ohne letzte Präzision, ohne letzte Vertrauenswürdigkeit, mit seinem kleinen Volumen, der Schwelle oben und unten, weit davon entfernt, ein Gerät zu sein, ein sicheres Instrument, ein gelungener Apparat. Aber etwas Unbenommenes von Jugend ist darin, oder die Scheue des Alters, Wärme und Kälte, Süße und Härte, jeder Vorzug des Lebendigen. Es ist Zeit, dieser Stimme wieder Achtung zu erweisen, ihr unsere Worte, unsere Töne zu übertragen, ihr zu ermöglichen, zu den Wartenden und zu den Abgewandten zu kommen. Auf diesem dunkelnden Stern, den wir bewohnen, am Verstummen, im Zurückweichen vor zunehmendem Wahnsinn, beim Räumen von Herzländern, vor dem Abgang aus Gedanken und bei der Verabschiedung so vieler Gefühle. Wem würde da, wenn sie noch einmal erklingt, nicht plötzlich inne, was das ist? Eine menschliche Stimme. In ihrem Jubel wie in ihrer Klage, in ihrer hellen Freude wie in ihrem dunklen Schmerz, gibt die menschliche Stimme sich preis an ein seelisches Verströmen, noch bevor sie einen Weg in das gesprochene Wort gefunden hat. Für Ingeborg Bachmann der Anfang aller Dichtung. Musik
dieses Verletzbare und dieses Unabgesichertsein. Es ist so wie bei einem Igel, wenn die weichen Teile gezeigt werden, also Bauch und nicht die Panzerung. Und wenn man diese weichen Teile so verletzbar offen sieht, dann beginnt die Kunst. Und es sind sehr wenige Schriftsteller, die sich nicht absichern. Und sie rannt einfach ins Messer und das ist phänomenal. Und da spürt man, dass ihre Texte bluten. Es ist überhaupt... Am Rande des Scheiterns. Und im Grunde ist alles ein Scheitern bis zum Schluss, aber auf welchem Niveau? Wenn man Gedichte schreibt oder Prosa schreibt, bedient man sich ja nicht der Sprache. Ich meine, der Sprache bedient sich vielleicht der Journalismus oder jemand, der bestimmte Ansichten zu verlautbaren hat. Ein Schriftsteller kann sich nicht der vorgefundenen Sprache, also der Phrasen, bedienen, sondern er muss sie zerschreiben. Und die Sprache, die wir sprechen und fast alle sprechen, ist eine Sprache aus Phrasen. Ich habe keine Ansichten. Denn in der Ansicht, in der Meinung, ob sie nun durch die Zeitung kommt oder ob sie an einem Wirtshaustisch von sich gegeben wird, regiert die Phrase, und zwar unweigerlich die Phrase. Ein Schriftsteller hat keine Worte zu machen, das heißt, er hat keine Phrasen zu verwenden. Es wäre das Leichteste, und das Leichte muss man sich verbieten. Die Schriftsteller werden wirklich erst abdanken müssen, wenn sie nur noch die Phrasen im Mund haben, die die anderen auch haben. Die Autorin in einem Interview aus dem Jahre 1971. Denn der Dichter muss hören können, hören auf das, was sich nur zögernd und manchmal wie von weit her in die Sprache geben und zum Sprechen anschicken will. Ingeborg Bachmann verstand zu hören und das noch wortlos Vernommene, das atmosphärisch Gespürte, das als Stimmung Erfühlte in der Sprache ankommen und Dichtung werden zu lassen. ...1952 liest die noch junge Schriftstellerin für den Nordwestdeutschen Rundfunk eins ihrer frühen Gedichte. Die Stimme und der bachmannsche Tonfall sind bereits da. Meine Zweifel, bitter und ungestillt, versickern in den Abendtiefen. Müdigkeit sinkt an meinem Ohr. Ich lausche. Das war doch gestern schon. Das kommt und geht doch wieder. Die Schlafwege kenne ich bis ins süßeste Gefild. Ich will dort nimmer gehen. Noch weiß ich nicht, wo mir der dunkle See die Qual vollendet. Ein Spiegel soll dort liegen, klar und dicht, und will uns funkelnd vor Schmerz die Gründe zeigen. Gründe, die Anstoß für vieles, aber ebenso Abgründe sein können. Doch auch aus diesen Gründen will etwas zur Sprache kommen, will aus dem Dunklen, dem noch Ungesagten, ins Gesagte gelangen. Alles Neue kündigt sich in der Sprache an. Wir nehmen in unsere Erfahrungen die Erfahrungen der Vorangegangenen auf. Und obgleich es keinen nützlichen Einfluss gibt, sollten wir uns offen halten für das Einfließen von Ausströmen heiliger Münder, wie es in einem alten griechischen Text heißt. Die Zeitnähe soll uns nicht kümmern. Die Zeit prägt uns ohne Zutun. Wachheit, Erinnerung und Klarheit sind vonnöten, und je klarer wir uns ausdrücken, desto dichterischer werden wir sein. Auf dem Grund ist Dunkelheit genug und Unsagbares. Das Dunkle ist das Unbewusste,
das Archaische, was in den Menschen drin ist, was durch Erinnerung aktualisiert wird, was im Traum zurückkommt. Und im Dunklen gibt es eben keine klaren Konturen. Da kann man nicht unterscheiden, Gutes und Böses, Schwarz und Weiß, sondern das Dunkle ist ein Bereich, in dem sozusagen die gemischten Charaktere vorherrschen, in dem auch das Gemischte des menschlichen Charakters vorherrscht. Das Dunkle kann man historisch verstehen, also das sind die Katastrophen und Verbrechen der Geschichte, das Unbewusste, die Schuld, also man kann dem Dunklen eben keinen eindeutigen Namen geben, weil es nicht eindeutig ist. Und dennoch hat die Literatur die Aufgabe, dafür Worte zu finden. Am 25. Juni 1926 wird Ingeborg Bachmann in Österreich in Klagenfurt geboren. Der Vater, Martin Bachmann, entstammt einer alteingesessenen Kärntner Bauernfamilie. Die Mutter, Olga, kommt aus einem kleinen Ort in Niederösterreich, wo ihre Familie eine Produktion für Strickwaren besitzt. Der junge Martin Bachmann erhält eine Ausbildung als Volksschullehrer und leitet später lange Jahre eine Hauptschule in Klagenfurt. Ingeborg ist das erste Kind der Bachmanns. Zwei Jahre später wird die Schwester Isolde geboren und mit einem Abstand von 13 Jahren kommt der Bruder Hans zur Welt. Als Ingeborg 7 Jahre alt ist, kaufen die Eltern ein kleines, bescheidenes Reihenhaus. Das neue Haus mit Garten, das harmonische Familienleben prägen die Kindheit der beiden Mädchen. Im Sommer geht es mit den Eltern an die Seen, im Winter zum Skifahren in die Berge. Von der Mutter, die gerne ins Kino geht, lassen sich die Töchter haarklein die neuesten Filme nacherzählen. Die Kinder lesen sich die Augen wund. Sie sind übernächtigt, weil sie abends zu lang im wilden Kurdistan waren oder bei den Goldgräbern in Alaska. Sie liegen auf der Lauer bei einem Liebesdialog und möchten ein Wörterbuch haben für die unverständliche Sprache. Sie zerbrechen sich den Kopf über ihre Körper und einen nächtlichen Streit im Elternzimmer. Sie lachen bei jeder Gelegenheit. Sie können sich kaum halten und fallen von der Bank vor Lachen, stehen auf und lachen weiter, bis sie Krämpfe bekommen. In diese glückliche und wohlbehütete Kindheit bricht 1938 zum ersten Mal Dunkles ein. Es hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch von Hitlers Truppen in Österreich. Es war etwas so Entsetzliches, dass mit diesem Tag meine Erinnerung anfängt. Durch einen zu frühen Schmerz, wie ich ihn in dieser Stärke vielleicht später überhaupt nie mehr hatte. Natürlich habe ich das alles nicht verstanden in dem Sinn, in dem es ein Erwachsener verstehen würde. Aber diese ungeheure Brutalität, die spürbar war, dieses Brüllen, Singen und Marschieren, das Aufkommen meiner ersten Todesangst. Erinnert sich die Schriftstellerin in einem Interview aus dem Jahr 1971. Obwohl sie am Tag des Anschlusses mit der ganzen Familie verreist war, obwohl sie bei Hitlers Einmarsch in Klagenfurt mit Diphtherie im Krankenhaus lag, sind der Elfjährigen die wochenlangen Feierlichkeiten, die vielen Aufmärsche und marschierenden Massen nicht verborgen geblieben. Kärnten war eine Nazi-Hochburg. Das wusste sie. Schließlich war ihr Vater bereits 1932 Mitglied der NSDAP geworden. In seiner Ausgabe vom 6. April 1938 berichtet das Kärntner Tagblatt. In den Abendstunden bot die Stadt ein noch nie gesehenes Bild. Zu Zehntausenden zogen die Volksgenossen aus dem ganzen Land durch die Straßen. Viele Tausende trugen die uralten Trachten des Landes. Gesang und Lachen, Musik und begeistertes Erzählen überall. Das war das Bild eines glücklichen Volkes. Am Abend scharte sich eine zu Tausenden zählende Menge um das Hotel Sandwirt, die in Sprechchören das Erscheinen des Führers erbat. Der Führer trat immer wieder auf den Balkon oder an das Fenster, und dann war des Jubels kein Ende.
Diese Kindheitserfahrung wird für Ingeborg Bachmann erst sehr viel später ihre ganze traumatische Wirkung entfalten. Die kindliche Seele ist zwar überwältigt von dem, was geschieht, bleibt aber zugleich wie abgeschnitten davon. Der zu frühe Schmerz hat zu dieser Zeit noch keinen Namen. Ohne Worte, ohne Sprache verbleibt er im Innern gleichsam draußen. Als ein inneres Ausland, ein dunkler Kontinent, den zu erkunden Ingeborg Bachmann dann als Dichterin und Schriftstellerin sich aufmachen wird. Nachtflug. Unser Acker ist der Himmel, im Schweiß der Motoren bestellt, angesichts der Nacht und der Einsatz des Traums, geträumt auf Schädelstätten und Scheiterhaufen, unter dem Dach der Welt, dessen Ziegel der Wind forttrug, und nun Regen, Regen, Regen in unserem Haus und in den Mühlen die blinden Flüge der Fledermäuse. Wer wohnte dort? Wessen Hände waren rein? Wer leuchtete in der Nacht, Gespenst den Gespenstern? Im Stahlgefieder geborgen, verhören Instrumente den Raum, Kontrolluhren und Skalen das Wolkengesträuch, und es streift die Liebe unseres Herzens vergessene Sprache, kurz und lang, lang. Für eine Stunde rührt Hagel die Trommel des Ohrs, das uns abgeneigt, lauscht und verwindet. Nicht untergegangen sind Sonne und Erde, nur als Gestirne gewandert und nicht zu benennen. Wer lebt dort unten? Wer weint? Wer verliert den Schlüssel zum Haus? Wer findet sein Bett nicht? Wer schläft auf den Schwellen? Wer, wenn der Morgen kommt, wagt's, den Silberstreifen zu deuten? Seht über mir. Wenn das Wasser von neuem ins Mühlrad greift, wer wagt's, sich der Nacht zu erinnern? In dem Gedicht Nachtflug, das ist es, also eigentlich so wie ein Blindflug. Man hat keinen Boden unter den Füßen. Also es kann funktionieren, es kann nicht funktionieren, aber erst wenn der Boden weg ist, dann beginnt man zu denken. Also dann beginnt interessant zu sein im Grunde. Man hat keine andere Wahl. Man muss es durchmachen. Und das ist Bachmann. Sie hat Mut, allein zu schwimmen. Mit 19 Jahren verlässt Ingeborg Bachmann ihre Heimatstadt Klagenfurt für immer. Rückblickend wird sie diese Stadt nie gemocht haben. Man müsste überhaupt Fremder sein, um einen Ort wie Klagenfurt länger als eine Stunde erträglich zu finden oder immer hier leben. Vor allem dürfte man nicht hier aufgewachsen sein und ich sein und dann auch noch wiederkommen, schreibt sie 1970 in einem Brief an den Freund Uwe Jonsson. Als ihre eigentliche Heimat empfindet sie stattdessen den Herkunftsort ihres Vaters, Oberfellach, das an der österreichischen Grenze zu Slowenien und Italien im engen Tal der Gail liegt. Dort verlebt sie als Kind oft und gern ihre Ferien. Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze, in einem Tal, das zwei Namen hat, einen deutschen und einen slowenischen. Und das Haus, in dem seit Generationen meine Vorfahren wohnten, Österreicher und Windische, trägt noch heute einen fremdklingenden Namen. So ist nahe der Grenze noch einmal die Grenze der Sprache. Und ich war hüben und drüben zu Hause, mit den Geschichten von guten und bösen Geistern zweier und dreier Länder. Denn über den Bergen, eine Wegstunde weit, liegt schon Italien, das ich nie gesehen habe. Ich glaube, dass die Enge dieses Tals und das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen hat. Manchmal werde ich gefragt, wie ich als Kind in einem Dorf groß geworden zur Literatur gefunden hätte. Genau weiß ich es nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass ich in einem Alter, indem man Grimms Märchen liest, zu schreiben anfing, dass ich ungern arbeitete und gern am Bahndamm lag, meine Gedanken auf Reisen schickte,
in fremde Städte und Länder und an das unbekannte Meer, das irgendwo mit dem Himmel den Erdkreis schließt. Immer waren es Meere, Sand und Schiffe, von denen ich träumte, aber dann kam der Krieg und schob vor die traumverhangene, fantastische Welt die wirkliche, in der man nicht zu träumen, sondern sich zu entscheiden hat. Ingeborg Bachmann in einer autobiografischen Skizze, die sie 1952 für den NWDR liest. Unmittelbar nach Kriegsende beginnt sie mit dem Studium der Philosophie. Da der Universitätsbetrieb in Wien noch nicht wieder aufgenommen ist, geht sie zunächst für jeweils ein Semester nach Innsbruck und Graz. Im Wintersemester 1946 schreibt sie sich ein an der Wiener Universität für das Hauptfach Philosophie sowie für Germanistik und Psychologie als Nebenfächer. Ihr Studienbuch belegt ein breit gefächertes philosophisches Interesse. Schließlich konzentriert sie sich auf den Neopositivismus, auf die Vertreter des sogenannten Wiener Kreises, der vor dem Zweiten Weltkrieg durch Philosophen wie Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Ludwig Wittgenstein berühmt geworden ist. Zu Bachmanns Zeit unterrichtet in Wien noch der Neopositivist Viktor Kraft, bei dem sie 1949 mit einer Dissertation über Martin Heidegger die kritische Aufnahme der Existenzphilosophie Martin Heideggers promoviert. Eine durch die positivistische Sprach- und Metaphysikkritik Carnaps und vor allem Ludwig Wittgensteins inspirierte Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen der Philosophie. Beeindruckt hat mich seine Frage nach der Sprache. Einer seiner Kernsätze etwa wie: Die Grenzen meiner Welt sind die Grenzen meiner Sprache. Und sie haben mir einfach etwas bewusst gemacht, was wohl schon in mir gewesen sein muss. Aber ich habe nie beim Schreiben von Gedichten etwa an Ludwig Wittgenstein gedacht oder an, selbst nicht an Sätze dieser Art. Es ist weniger eine Beeinflussung, als es trägt zur Klärung einiger Dinge bei, über die man selbst eben noch gar nicht nachzudenken vermag. Denn ich habe so früh zu schreiben angefangen, längst natürlich, ehe ich irgendetwas gelesen habe, was auf mich Eindruck machen hätte können. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, lautet der nahezu legendäre Schlusssatz des Tractatus Logico-Philosophicus von Ludwig Wittgenstein. Ingeborg Bachmann zitiert ihn am Ende ihrer Dissertation. Diese radikale Absage Wittgensteins an jegliche Metaphysik bestärkt Bachmann in ihrem unbedingten Zuspruch an die Dichtung. Denn wo der Philosoph zu schweigen hat, da kann und da sollte der Dichter ein Wort wagen. Im Mai 1952 wagt Ingeborg Bachmann ein dichterisches Wort. Zusammen mit zwei anderen jungen Autoren wird ihre Lesung in Niendorf, einem kleinen Ort an der Ostsee, zu einem regelrechten Ereignis, einem Wendepunkt geradezu in der deutschen Nachkriegsliteratur. Walter Jens, der bei dieser Tagung der Gruppe 47 zugegen ist, erinnert sich Jahre später. Ich glaube, ich könnte die Stunde des Umschlags bezeichnen. Frühjahr 1952. Handwerklich gute Erzähler lasen aus ihren Romanen. Dann plötzlich geschah es. Ein Mann namens Paul Celan, niemand hatte den Namen vorher gehört, begann singend und sehr weltentrückt seine Gedichte zu sprechen. Ingeborg Bachmann, eine Debütantin, die aus Klagenfurt kam, flüsterte stockend und heiser einige Verse. Ilse Eichinger brachte wienerisch leise die Spiegelgeschichte zum Vortrag. Es war ja der gemeinsame Auftritt von Eichinger, Celan und Bachmann. Und die gemeinsam haben neue Töne ins Spiel gebracht, sodass das zu einem Ereignis in der Gruppengeschichte geworden ist.
Ingeborg Bachmann ist sofort dann in die Rundfunkanstalten geschickt worden, wo sie ihre Texte gelesen hat. Celan im Übrigen auch, ist aber als Person abgelehnt worden. Und man muss aber sagen, dass sie schon jahrelang in Österreich publiziert hatte. Also sie war kein unbeschriebenes Blatt. Das wird immer so erzählt, als hätte Hans-Werner Richter sie plötzlich zur bekannten Lyrikerin gemacht. Das ist keineswegs der Fall. Der Anfang war nicht so einfach, weil sie als Philosophin mit erzählerischen Texten in Zeitschriften, also im Feuilleton und mit Gedichten hervorgetreten ist und war dann bei einem Schriftstellertreffen auch aufgefallen in Österreich. Und das war der Grund, warum sie dann vorgeschlagen wurde für das Treffen der Gruppe 47. Und dass sie dort so erfolgreich war, hängt damit zusammen, dass die zeitgenössische deutsche Literatur, also die in Westdeutschland geschrieben wurde, eher versucht hat, nüchtern, realistisch sozusagen auf die Nachkriegsliteratur zu antworten, mit der Vermeidung einer kunstvollen ästhetischen Redeweise. Und ihre Metaphern waren in der Zeit einfach eine Ausnahme, waren ein Novum für die westdeutschen Schriftsteller. Erläutert die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel. Ein Novum für die männerdominierte Nachkriegsliteraturszene war Ingeborg Bachmann ebenso in Auftreten und Erscheinung. Weiblich, jung, attraktiv und äußerst scheu. Bei ihrem Debüt in der Gruppe 47 ist sie nach eigenen Worten vor Aufregung am Ersticken. Man bringt sie in ihr Zimmer, wo sie in Ohnmacht fällt. Ihre Gedichte werden noch einmal von einem anderen Teilnehmer vorgelesen. Schüchtern, hilflos, weltfremd. Dies bestimmt fortan das Image der Dichterin. Manche halten es für eine geschickte Selbstinszenierung. Diejenigen, die sie kennen, wissen jedoch um ihre nicht gespielte Verletzbarkeit. Im Herbst desselben Jahres lernt auch der Komponist Hans-Werner Henze sie bei einem weiteren Literaturtreffen der Gruppe 47 kennen. Eine elfenhafte Erscheinung mit schönen, großen Augen und zitternden Lidern, wunderbaren Händen. Eine Person, von der eine Aura von Empfindsamkeit ausging. Eine Verkörperung von Qualität. Ein Mensch mit Grazie und Charme, wie von der Nachtigall geboren. War es schon an diesem Abend oder war es erst am nächsten Morgen, dass ich Ingeborg Bachmann zum ersten Mal ihre Gedichte lesen hörte? Wovon ich noch alles weiß, das ist die Wirkung, die von ihrer Rezitation ausging und von der zögernden, extrem schüchternen Art, wie die Autorin ihre Ideen und Bilder vor sich hin flüsterte. Es war mir, als ob sie mich dabei anschaute und heimlich bei der Hand nehme, meine große Schwester, und mich mit beschwichtigenden Gesten zu den windischen Wäldern ihrer Kindheit führte, wo es dunkel war unter hohen Tannen, bei Farnkraut und Fingerhut. Manchmal knackte ein trockenes Zweiglein unter unseren Füßen, Vögel schrien auf. Salamander und Käfer, Eulen und Schlangen, Dachs, Igel und Fuchs versammelten sich. Mond und Sterne wurden zu unseren Freunden und Weggenossen, ohne sie hätten wir die Heimkehr gar nicht wagen können. Sie war 6 Tage älter als ich, aber ihr Wissen um die Welt, um die Menschen, um die Dinge der Kunst übertraf das meine um 2000 Jahr. Ich lehnte mich an sie an. Ihr Geist half meiner Schwachheit auf. Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß und fahren den Himmel hinunter? Mein lieber Bruder, bald ist die Fracht zu groß und wir gehen unter. Mein lieber Bruder, wir zeichnen aufs Papier viele Länder und Schienen. Gib Acht, vor den schwarzen Linien hier fliegst du hoch mit den Minen. Mein lieber Bruder, dann will ich an den Pfahl gebunden sein und schreien, doch du reitest schon aus dem Totental und wir fliehen zu zweien. Wach im Zigeunerlager
und wach im Wüstenzelt. Es rinnt uns der Sand aus den Haaren, dein und mein Alter und das Alter der Welt misst man nicht mit den Jahren. Lass dich von listigen Raben, von klebriger Spinnenhand und der Feder im Strauch nicht betrügen. Iss und trink auch nicht im Schlaraffenland. Es schäumt Schein in den Pfannen und Krügen. Nur wer an der goldenen Brücke für die Karfunkelfee das Wort noch weiß, hat gewonnen. Ich muss dir sagen, es ist mit dem letzten Schnee im Garten zerronnen. Von vielen, vielen Steinen sind unsere Füße so wund. Einer heilt, mit dem wollen wir springen, bis der Kinderkönig mit dem Schlüssel zu seinem Reich im Mund uns holt und wir werden singen. Es ist eine schöne Zeit, wenn der Dattelkern keimt. Jeder, der fällt, hat Flügel. Roter Fingerhut ist's, der den Armen das Leichentuch säumt. Und dein Herzblatt sinkt auf mein Siegel. Wir müssen schlafen gehen, Liebste, das Spiel ist aus. Auf Zehenspitzen, die weißen Hemden bauschen, Vater und Mutter sagen, es geistert im Haus, wenn wir den Atem tauschen. Bruder und Schwester werden sie tatsächlich füreinander, der Komponist Hans-Werner Henze und die Dichterin Ingeborg Bachmann. Fast gleichen Alters, Seelen- und Geistesverwandt, mit großer Wertschätzung für die Begabung und profundem Verständnis für das Kunstschaffen des jeweils anderen, kongenial in ihrer jahrelangen künstlerischen Zusammenarbeit, aus der eine Hörspielmusik, ein Ballett, verschiedene Lieder und zwei Opern hervorgehen. Es ist eine Art Bündnis, eine Bruderschaft, eine Wahlverwandtschaft, wie Henze es nennt, in der geschwisterliche Vertrautheit und eine seelische Nähe herrscht, wie sie nicht oft zwischen zwei Menschen glückt. Zeitweise ganz konkret, wenn sie in Italien, auf Ischia, in Neapel oder in Rom zusammen oder nah beieinander leben, aber ebenso über räumliche und zeitliche Entfernungen hinweg. Eine Nähe, durch die beide immer wieder so etwas wie Helligkeit vor zum Teil dunklen Daseinsgründen und zeitbedingten geschichtlichen Abgründen erfahren. In seinen Briefen an Bachmann findet Henze wunderbar heitere und zärtliche Anreden für seine große Schwester. Illustres, zartes Bachtier, mein liebes Pastellmädchen, große und nicht schlecht erleuchtete Bachstelze, liebe Bachmanita, liebes Mädchen, liebliche Doktorin, meine liebe, arme, kleine, allergrößte, liebe Effin, Pupetta, göttliche Karfunkelsteinhafte, liebster Irwisch, carissima adorabile, illustre Jahrhundertnärrin, liebste Ingeborg. Caro Hans, ich war ein bisschen traurig, keine Post von dir vorzufinden. Morgen fahre ich nach Bremen für 2 oder 3 Tage. Dann nach Frankfurt, dann nach München. Das Rhein-Ruhr-Gebiet hat mich sehr beeindruckt. Es ist eine ungeheure Traurigkeit. So viele große Städte, so viele Menschen ohne Wurzeln. In der Zeitung steht, dass man schon bald wieder Kälte erwartet. Ich fühle mich nicht sehr wohl. Gestern wollte ich dich anrufen. Dann dachte ich, dass du abends vielleicht nicht zu Hause bist. So habe ich der Versuchung widerstanden. Wie geht's dir? Vielleicht hat der Frühling schon begonnen und ich weiß es nicht. Vielleicht denkst du in anderer Weise und ich weiß es nicht. Hilf mir, in richtiger und angemessener Weise zu denken. Ich grüße dich mit einem Kuss auf deinen lieben Kopf, auf dem sich deine Haare blond und fein im neapolitanischen Wind vergnügen. Dein Vagabund. Trag doch bitte gelegentlich, am besten noch heute, meinen Schirm zum Schirmmacher und lass ihm einen schwarzen Seidenanzug machen. Lass um Himmels Willen die Fenster putzen. Iss keinen Knoblauch. Wirf das Geld nicht zum Fenster hinaus. Ich umarme dich, Ingeborg.
Die Helligkeit und Heiterkeit, die zwischen ihnen immer wieder ausbricht, verdankt sich vielem. Ihrer Jugend, ihrer Lebenslust trotz allem und nicht zuletzt dem von beiden gleichermaßen geliebten sonnigen Italien, ihrem erstgeborenen Land, wie Bachmann es nennt. Ist sie für Hans die große Schwester, so ist er für sie der Bruder mit dem heiter lichten Naturell, der Spaßmacher, der sie aufzumuntern versteht und sie zum Lachen bringt. Für kurze Zeit erwägen beide sogar eine Ehe einzugehen. In Bachmanns später Erzählung »Drei Wege zum See« findet sich ein Echo auf diese Heiratspläne. Obwohl sie vorher keine Sekunde lang daran gedacht hatte, einen Homosexuellen zu heiraten, dachten sie aufgeregt und glücklich, es könnte sehr gut gehen. Jeder würde sein eigenes Leben haben und den anderen nie stören. Und es war eine Freundschaft, vielleicht eine bessere Basis für eine Ehe als eine Verliebtheit. Grundlegender jedoch ist es die Musik, welche die gemeinsame heitere Seelenlage stiftet. Für die Dichterin die allererste Liebe ihres Lebens. Denn noch bevor sie als Kind angefangen hat zu schreiben, hat sie komponiert. Ich habe deswegen mit Gedichten angefangen, weil ich zu einer Musik, die ich mir am Klavier zusammengesucht habe, einfach keine Worte gewusst habe. Und da habe ich gedacht, das Beste ist, ich schreibe sie mir selber. Ich brauche sie nur so sehr. Und sie hilft mir auch jetzt etwa, wenn ich schreibe oder bestimmte Musiken, mir etwas über die Musikgehendes hinaus vorzustellen oder mich an etwas zu erinnern. Das hat mit der Musik selber nichts zu tun. Das ist also, wenn man will, ein Missbrauch an der Musik, obwohl das nicht meine einzige Art ist, Musik zu hören, sicher nicht. Sie hilft mir, indem sich in ihr für mich das Absolute zeigt, dass ich nicht erreicht sehe in der Sprache, also auch nicht in der Literatur, weil ich sie ihr für überlegen halte, also eine hoffnungslose Beziehung zu ihr habe. Was aber ist Musik? Was ist dieser Klang, der dir Heimweh macht? Was ist diese Musik, die dich freundlich und stark macht an allen Tagen? Wie kommt es, dass du wieder gerne isst und gerne trinkst wegen ihr und deinen Nächsten zum Freund gewinnst? Was ist diese Musik, die dich zittern macht und dir den Atem nimmt, als wüsstest du deine Geliebte vor der Tür stehen und hörtest den Schlüssel schon sich drehen? Was ist sie, über der dein Geist zusammensinkt, ausgebrannt und verascht nach so vielen Feuern, die an ihn gelegt wurden? Was ist dieses Entzücken und dieses Erschrecken, das ihm noch einmal bereitet wird? Der Vorhang brennt, geht auf vor der Stille und eine menschliche Stimme ertönt. O Freude! Was ist dieser Akkord, mit dem die wunderliche Musik ernst macht und dich in die tragische Welt führt? Und was ist seine Auflösung, mit der sie dich zurückholt in die Welt heiterer Genüsse? Was ist diese Kadenz, die ins Freie führt? Auf deinen Wangen stehen Rosen, aber dein Mund ist weiß geworden, als hätte Dornen zerdrückt. Dein Aug schwimmt, aber du schwenkst deine Wimpern nicht. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, hieß es bei Ludwig Wittgenstein. Die Musik braucht keine Sprache, darin ist sie auch der Dichtung überlegen. Unmittelbar und gleichsam von Natur aus entspringen ihre Klänge dem, wovon das dichterische Wort nur mittelbar und lediglich in Andeutungen und Fingerzeigen, in Bildern und Metaphern zu reden vermag, durchdrungen vom Wissen um das mit den Mitteln der Sprache Unerreichbare. Sie hat an einer Stelle die Musik das Absolute genannt. Und es gibt sozusagen zwei Töne, die das Absolute ausdrücken. Das ist einerseits die Philosophie im konventionellen Sinne.
die über die letzten Dinge spricht und so weiter, und andererseits die Musik. Sie hatte eine Begabung des absoluten Gehörs. Sie hätte auch Komponistin werden können, aber sie hat ihre Kompositionsfähigkeit und Musikalität in die Sprache eingebracht. Das heißt, ihre Texte sind im hohen Maße durchstrukturiert, komponiert, das, was man den hohen Ton genannt hat. Highly strung nennt man im Englischen jene hochempfindsamen Naturen, deren Lebensnerven den Saiten eines Musikinstruments gleich bis zum Äußersten gespannt sind. Stets klingt auch Bachmanns Dichtung so. Sprache bis zum Äußersten gespannt und bis zu dem extremen Grad getrieben, wo sie unnachsichtig gegenüber jeder moderaten Tonart jene Klarheit und Ausdrucksschärfe erlangt, die für ihr dichterisches Ethos unabdingbar waren, bis zum Zerreißen und manchmal eine Wirbeldrehung darüber hinaus. Ich habe das Wort, ich nahm's aus der Hand der Trauer, unwürdig, denn wie sollte ich würdiger sein als einer der anderen? Selbst ein Gefäß für jene Wolke, die vom Himmel fiel und in uns tauchte, schrecklich und fremd und teilhaft der Schönheit und jeder Verächtlichkeit dieser Welt. Lass den stummen Zug durch mein Herz gehen, bis es dunkel wird. Und was mich erleuchtet, wieder zurückgegeben ist an das Dunkel. Dunkel, hell, dunkel. Wie ein Streifen von Licht dringt das dichterische Wort plötzlich durch das Dunkel der Zeiten und der Geschichte hindurch bis zum Grund. Es gibt in der Kunst keinen Fortschritt in der horizontalen, sondern nur das immer neue Aufreißen einer Vertikalen. Das tiefe Musikalische, nicht jetzt bezogen auf die Klanglichkeit der Wörter, ist eine innere Musikalität, die deutet auf eine Gleichzeitigkeit von Situationen. Also sie braucht nicht Zeit. Es sind einfach Momente, die alles enthalten. Also man hat den Eindruck, das ist so wie in der Musik, dass die Zeit auf die Vertikale wie ein Messer bis in die Tiefe geht. Also der Moment ist total erlebt und es ist keine Art von deskriptive Situationen, die Zeit brauchen, sich zu entwickeln, sondern es ist wie in der Musik eine Gleichzeitigkeit. Die Zeit geht in alle Richtungen. Es ist nicht eine lineare Denkweise und das ist musikalisch. Denke ich, also besonders das, natürlich auch die Kraft, die literarische Kraft, also die Plastizität der Wörter und die enorme, also assoziative so Explosion bei ihr, wie bei der Atomphysik, also es geht bis zum Kern. Erklärt die Komponistin Adriana Hölzky. Fasziniert von der Dichtung Ingeborg Bachmanns hat sie schon früh als Musikerin auf die künstlerische Herausforderung der Dichterin geantwortet. Ich weiß nicht jetzt genau, wann überhaupt die Beschäftigung mit Ingeborg Bachmann begann, aber es war ein Prozess seit 1977, 78 könnte ich sagen, und das war kontinuierlich in verschiedenen Werken, wie zum Beispiel Geträumt oder Jagd die Wölfe zurück, sind Elemente aus Bachmann-Gedichte verwendet, mehr oder weniger direkt und natürlich in dem Guten Gott von Manhattan besonders. Was mich bei Bachmann interessiert hat, war die Faszination ihrer Ausstrahlung, und zwar die Kraft ihrer Darstellung. Also es ist überhaupt nicht wie bei anderer Literatur. Bei ihr sind Impulse, die etwas im Gang setzen. Im Dezember 1953 erscheint Ingeborg Bachmanns erste Buchveröffentlichung, der Gedichtband Die gestundete Zeit.
Seine 23 Gedichte sind getragen von jenem hochgespannten Ton, dessen Sprache Poetisches und Geschichtliches, Zeitferne und Zeitnähe zu einem Moment äußerster Gespanntheit zusammenzuziehen weiß und einem Momentum gleich Anstoß, Impulse, Energien freisetzt. Denn die Zeit ist uns, nach dem, was geschah, noch einmal gestundet worden. Die fälligen Wechsel geschichtlicher Schuld wurden verlängert über den Fälligkeitstermin hinaus. Aber dennoch ist die Zeit bloß gestundet. Das heißt, die Wechsel sind alle noch offen und die Gläubiger sitzen uns im Nacken. Jag die Hunde zurück, es kommen härtere Tage, lautet eine Zeile aus dem titelgebenden Gedicht des Bandes. Jagt die Wölfe zurück, heißt es bei Adriana Hölzky. In ihrer Komposition für 6 kreisförmig im Raum verteilte Schlagzeuger werden Klangimpulse mit hoher Geschwindigkeit durch den Raum gejagt. Die Bedrohlichkeit und Härte dieses gejagten Klangs entsprechen, so die Komponistin, der inneren Temperatur des Gedichts. Die gestundete Zeit. Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Bald musst du den Schuh schnüren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe, denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind. Ärmlich brennt das Licht der Lupinen. Dein Blick spurt im Nebel. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Drüben versinkte die Geliebte im Sand, er steigt um ihr wehendes Haar, er fällt ihr ins Wort, er befiehlt ihr zu schweigen, er findet sie sterblich und willig dem Abschied nach jeder Umarmung. Zieh dich nicht um, schnür deinen Schuh, jag die Hunde zurück, wirf die Fische ins Meer, lösch die Lupinen. Es kommen härtere Tage. Es ist immer bei ihr dieses Definitive und den Eindruck, dass alles, was sie tut, es ist am Rande eines Abgrunds. Also es ist so illusionslos. Und in dieser Illusionslosigkeit eine Utopie zu bauen, es ist viel interessanter, als im Vorhinein für eine Utopie zu stehen oder eine Illusion zu nähren. Also in dem Moment kommen Energien zustande oder Kräfte, die so wahr sind. Und das ist erschütternd. Also es ist nicht eine Sache von Literatur. In dem Moment sieht man überhaupt, was man hat, und man hat nichts. In der ersten ihrer berühmten 5 Frankfurter Poetikvorlesungen, die Ingeborg Bachmann im Wintersemester 1959-60 auf Einladung der Universität Frankfurt dort als erste Gastdozentin hält, stellt sie klar: Gelingen kann dem Dichter im glücklichsten Fall zweierlei: zu repräsentieren, seine Zeit zu repräsentieren und etwas zu repräsentieren, für das die Zeit noch nicht gekommen ist. Aber Kunst als Veränderndes? Was meinen wir mit Veränderung? Und warum wollen wir Veränderung durch die Kunst? Die Kunst ist schon so viele Male umgezogen. Vom Gotteshaus in das Haus der Ideale. Vom Haus Beautiful auf das Bateau Ivre. Und dann in die Gossen, in die nackte Wirklichkeit, wie man sagte. Und dann wieder in das Haus Traum. Und in die Tempel mit hängenden Gärten und dann wieder fort in die pseudomystische Stickluft von Blut und Boden und weiter in das Haus Humanität und in das Haus Politik. Als hätte sie nirgends Ruhe, als wäre kein Obdach ihr für immer zugedacht. Tatsächlich bleibt für sie die Kunst im ursprünglichen und wortwörtlichen Sinne utopisch. Das heißt, ohne jeden Ort. Ohne einen Platz im Innern fester Gedankengebäude, auf dem sicheren Boden von Ideologien und Weltanschauungen. Stattdessen bewegt sie sich, bar jeder derartigen Grundlage, außerhalb, an der Schwelle zum Unerhörten, wach und aufmerksam für das, was aus ungekannten, dunklen Gründen erst noch ans Licht kommen will.
denn die Menschen haben noch gar nicht weit genug gedacht. Es ist noch nicht zu Ende gedacht. Ingeborg Bachmann in einem Interview vom Frühjahr 1971. Auf die Frage, wie sie sich denn jenes Utopische, falls dies überhaupt möglich ist, vorstelle, antwortet sie mit einer kurzen Passage aus ihrem letzten vollendeten Werk, dem Roman Malina, den sie zu dieser Zeit gerade fertiggestellt hatte. Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen schwarz-goldene Augen haben. Sie werden die Schönheit sehen. Sie werden vom Schmutz befreit sein und von jeder Last. Sie werden sich in die Lüfte heben. Sie werden unter die Wasser gehen. Sie werden ihre Schwielen und ihre Nöte vergessen. Ein Tag wird kommen. Sie werden frei sein. Es werden alle Menschen frei sein, auch von der Freiheit, die sie gemeint haben. Es wird eine größere Freiheit sein. Sie wird über die Maßen sein. Sie wird für ein ganzes Leben sein.